Im anderen Spiel der Gruppe Bayer Leverkusen gegen Juventus. Leverkusen ist echt noch cool, dass sie überhaupt jetzt noch mitdrehen. Super cool. Um die Qualifikation. Leverkusen, Leverkusen. Darauf erstmal ein Aspirin. Auf jeden Fall schön, dass sie noch mitreden, um in die nächste Runde der Champions League zu kommen. Dafür müssten sie gegen Juve gewinnen. Aus meiner Sicht müsste Leverkusen zu jeder Zeit Außenseiter den Quoten sein. Und das sehen die Buchmacher hier anders und dementsprechend keine Wette auf Leverkusen. Auf Juventus. Minus ein, also wenn Juve mit 2 Toren gewinnt, eine 7er-Quote ist doch auch lachhaft. Ja, vor allem, du kriegst das Geld zurück, wenn sie nur mit einem Tor Vorsprung gewinnen. Hallo? Leverkusen? Ich weiß, du hast Leverkusen-Bettwäsche, du hast Autogrammkarten von jedem Leverkusener Spieler seit der Saison 1990-91. Es ist natürlich auch irgendwo Leverkusen, die auch sehr wankelmütig in der Saison schon gespielt haben. Und deswegen finde ich das absolut ein bisschen übertrieben, auch wenn es für Juve quasi schon durch ist. Aber ich sehe irgendwie nicht den Fall, dass die Mannschaften, die jetzt hier Top-Favoriten auf den Titel vielleicht vor der Saison waren, plötzlich hier am 6. Spieltag sagen, ach, schenkt mir doch mal das Spiel Leverkusen. Oder ein Cristiano Ronaldo sagt, heute spiele ich nur mit angezogener Handbremse, immerhin geht's gegen Leverkusen. Deswegen sehe ich das hier nicht, dass Leverkusen hier Favorit sein sollte. Sorry an alle Leverkusen-Fans, ihr zwei. Echt sorry, du. Aber es ist halt Leverkusen. Mit Absicht hier eine bisschen spekulative Wette. Juve minus 1 bei einer Quote von 7. Mit, könnte man jetzt sagen, 0,2 Einheiten, aber ich würde einfach eine ganze Einheit draufsetzen, weil Leverkusen.